Maldini schwärmt von Ancelotti. Milan-Legende Paolo Maldini hat lobende Worte für seinen Ex-Trainer Carlo Ancelotti gefunden. Er sei ein großartiger Mensch, der es liebe, zu scherzen und zu leben. Trotzdem wisse er genau, wann es ernst werde. Ancelotti schaffe es, das Gleichgewicht zu halten, die Mannschaft zu unterhalten, aber auch sehr streng zu sein, wenn es darauf ankäme, sagte Maldini der Bild. Effenberg kritisiert Lewandowski scharf. Stefan Effenberg hat mit Unverständnis auf die Äußerungen von Robert Lewandowski zum deutschen Rekordmeister reagiert. Das sei schon ein Hammer. Lewandowski greife die Philosophie des Vereins an. Außerdem greife er damit seine Mitspieler an und spreche ihnen die nötige Qualität für den Gewinn der Champions League ab, schreibt der Ex-Bayern-Profi in seiner T-Online-Kolumne. Lewandowski hatte zuletzt im Spiegel-Interview die Transferpolitik des FC Bayern bemängelt und Top-Transfers gefordert. Tedesco mit Spitze gegen Hövedes. Nach dem Wechsel von Benedikt Hövedes von Schalke 04 zu Juventus Turin konnte sich Trainer Domenico Tedesco einen Seitenhieb gegen seinen Ex-Spieler nicht verkneifen. Er habe sich gewünscht, dass Hövedes bleibe und den Konkurrenzkampf annehme. Das müsse aber jeder für sich entscheiden, sagte Tedesco im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Vor der Saison hatte der Trainer den Nationalspieler als Kapitän abgesägt und in den ersten Saisonspielen auf die Bank gesetzt.